Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Review. Und zwar heute wieder was vom The Friendly Sweeter Shop. Und zwar habe ich diesmal ein Armband mit einer Affenfaust, also einer geflochtenen Kugel. Ein Video packen wir jetzt einfach aus. Ich probiere das Armband mal an, gucke, wie die Qualität davon so ist und gucke mir die Affenfaust mal genauer an. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Viel Spaß. Also, als erstes nehmen wir mal das Armband auseinander. Also, nein, eben nicht, wir packen es aus. So, Packung weg. Das ist wieder von der Paracord Series, wie eigentlich fast jedes Armband, das ich bisher hatte. So, das ist einmal hier das Armband und diese Affenfaust. Und ich glaube wirklich, in der Affenfaust ist irgendwas drin. Das ist wirklich so, da ist irgendwas Schweres drin, weil die ist extrem schwer. Also, wenn es nur Seil wäre, wäre die viel leichter. Ich glaube, da ist vielleicht irgendeine Metallkugel oder sowas drin. So, enorm feste. Das ist ein cooler Schlüsselanhänger. Kann man auch ein Seil draus machen, wenn man will. Wenn man hier das Seil rausnimmt und alles entknotet. Das mache ich aber nicht, weil ich will den haben als Schlüsselanhänger, weil es einfach cool ist. Dann haben wir noch das Armband. Ist wieder ein breiteres Armband, hier mit so einem Verschluss, so ähnlichen Verschluss wie bei den beiden kleinen. Hält auch sehr feste. Ich ziehe es gerade mal an. Ich habe es gerade mal angezogen. Wie ihr seht, es ist ein etwas größeres Armband, also mir ist es fast schon zu groß. Das ist mehr für etwas, sagen wir mal, größere Leute mit dickeren Handgelenken auch. Es ist ein breites Armband, wie ihr seht, es ist ungefähr fast doppelt so breit wie das andere. Schlagreiz halt extrem rum bei mir. Aber ich finde die Farbe auch okay eigentlich sogar. Dieses Camo, Grün, Braun, Rot ist glaube ich auch dabei. Ja, Rot ist auch dabei. Finde ich cool. Und dieser Verschluss sieht einfach cool aus, weil das minimalistische hier. Und es sieht einfach extrem geil aus, wie das Design auch ist. Und ich würde sagen, ja, man kann es auch auseinandernehmen, das Armband, wie ich in anderen Videos schon gezeigt habe. Das mache ich jetzt nicht, weil kein Grund dafür, weil es in anderen Videos schon gezeigt wurde. Es gibt eigentlich sonst nicht mehr viel zu sagen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal, weil ihr es nicht gemacht habt. Viel Spaß und tschüss.